Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir kommen jetzt wieder mal zur späten Stunde. Wir haben mittlerweile schon 20 Uhr. Aber trotzdem kommen wir jetzt noch einmal zu den kleinen Kaninchen und wollen mal schauen, was die hier treiben. Beziehungsweise wir schauen nicht nur. Heute werden wir auch proaktiv hier mitwirken, sage ich mal in Anführungszeichen. Was steht heute auf dem Plan? Wir wollen einmal die kleinen Kaninchen, beziehungsweise alle Kaninchen einmal durchwiegen. Ich werde die Muttis schonen, ne? Die Muttis, gerade sie hier beispielsweise, weil die ja doch sehr nervös wird. Von daher werde ich sie hier außen vor lassen. Ich werde exemplarisch eins von diesen Kaninchenbabys einmal durchwiegen. Und dann schauen wir einmal, wen wir hier noch alles in diese Geschichte mit reinnehmen, ne? Wie mache ich das? Wahrscheinlich ist meine Art und Weise verbesserungswürdig, aber so mache ich es. Mit einer schönen Tüte und einer Kofferwaage. Und das sind meine Utensilien, die ich auch hierfür verwende. Man könnte auch so eine Standwaage sich zulegen und das Kaninchen dann da reinpacken. Auch das sind Möglichkeiten, ne? Aber wir werden das jetzt in dieser Art und Weise machen. Und dann fangen wir einfach mal an. Wen wollen wir zuerst nehmen? Ich denke, wir werden die Schecke hier nehmen, die Havanna-Schecke, denn das interessiert mich schon, wie schwer die gute Dame hier ist. So, dann werde ich sie jetzt einmal rausholen, da reinpacken und dann nehme ich euch wieder mit dazu. So, da habe ich die Havanna-Schecke. Die war gar nicht so begeistert, dass ich sie hier rausnehmen wollte. Der hat mich tatsächlich auch gekratzt hier. Aber ich habe sie bekommen. Gut. Das heißt, wir gucken mal, wie schwer sie hier ist. Das ist auf 0 gestellt. Die Tüte wird jetzt einfach mal mitgewogen. Die werde ich mal zum Schluss wiegen, um dort dann entsprechend die Differenz zu ziehen. So, was haben wir? 3,9 Kilo. So, wir schauen einmal, was die Tüte hier wiegt, ne? Auch diese Information muss geliefert werden. Da haben wir es 0 Gramm. Wir hängen mal die Tüte hier ran. Was haben wir hier? 120 Gramm. Also das werden wir jetzt im Kopf immer abrechnen. Ich wollte jetzt mal so ein kleines Kaninchen hier wiegen. Einfach mal aus Spaß, ne? Nehmen wir eins von denen hier, weil die sind ein bisschen größer als die anderen. Ich mache hier mal wieder zu. So, da haben wir es in der Tüte quasi. Zack. Dann stellen wir mal das Ding auf 0. Und was meint ihr? Also mein Tipp ist 500 Gramm. 680 steht hier. No, kommt ja ungefähr hin, ne? Sehr schön. So, da haben wir jetzt die braune Mutti. War jetzt auch nicht ganz so begeistert, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, warum das so ist. So, 0 Gramm. So, da ist sie jetzt am Haken. 5,9 minus die Tüte. Das heißt, sie hat zuletzt mal über 300 Gramm zugenommen. Hier, die gute. Dann hole ich sie mal raus jetzt hier. Das letzte Mal war sie so schwer wie Nummer 2, das sind ja Geschwister gewesen, beziehungsweise sind ja Geschwister, aber Nummer 2 ist nicht mehr unter uns. Und da war sie 5,5 Kilo, also hat sie jetzt eine gewisse Gewichtszunahme, hier, die man verzeichnen kann, darf, muss. Ne? Als ich sie gekauft habe, ist jetzt noch gar nicht so lange her, war sie, meine ich, 5,1 Kilo, 4,9 oder 5,1. Also die helle Großsilber und sie hier habe ich gekauft und eventuell verwechsel ich die beiden. Eine von denen war knapp unter 5 Kilo, die andere knapp über 5 Kilo. Von daher lasse ich sie jetzt hier auch in Ruhe. Dann gucken wir uns mal Nummer 1 an hier. Der gute Nummer 1. So, letztes Mal war er 6,2, meine ich. Mal schauen, was er jetzt auf die Waage bringt. So, da ist er. Er hat nicht so viele Probleme gemacht. Er ließ es mit sich machen, sozusagen. Habt ihr gehört? Da hat er jetzt geklopft. Da ist er so ein bisschen nervös. Schaut mal her hier. Er ist leichter geworden. Seht ihr das?
Das ist ja interessant. Also er hat jetzt fast ein halbes Kilo abgespeckt. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Der Gute ist jetzt unter 6 Kilo gekommen. Nun gut. Dann kommt Nummer 3 jetzt dran hier. Da ist Nummer 3. Mal schauen, was er so auf die Waage bringt, der Gute. Letztes Mal meine ich, dass er um die 5 Kilo gewesen ist. So um und bei. So, nun haben wir. Was hat er jetzt? Ja, so um und bei hat er sein Gewicht behalten, ne? Sehr schön. Da sind sie, die blauen Wiener, verstecken sich. Ich habe jetzt mal die Tüte reingeschmissen. Worauf man sich auf jeden Fall verlassen kann, ist, dass Kaninchen sehr neugierig sind, ne? Und siehe da. Die ersten, die können einfach nicht widerstehen und wollen mal gucken, was hier los ist. Zack, wieder rein hier. Das ist natürlich immer eine sehr witzige Eigenart von den kleinen Kaninchen, dass die tatsächlich maximal neugierig sind. Da haben wir sie, die kleinen. Sehr schön. Dann gehe ich mal rein und dann wiegen wir mal exemplarisch ein von denen hier. Eigentlich war der Plan, dass sie jetzt mal rauskommen hier und ich diese Absperrung hier reinpacke, so dass sie nicht mehr rein können. Dann muss ich sie auch hier nicht gleich jagen oder ähnliches. Wir warten mal gleich, wenn 2, 3 rauskommen hier. Ja, die ahnen, merkt ihr das? Die ahnen, dass irgendwas mit denen gleich passieren wird. Aber die können wahrscheinlich noch nicht richtig abschätzen, was genau gleich passieren wird. Nun gut. Kommt raus, ihr kleinen Kaninchen. Das hier scheint größer zu sein hier. Das Exemplar. Ach, da war ich zu langsam, habt ihr gesehen? Nun gut, dann müssen wir das auf die andere Art und Weise machen. So, einer von den Wienern ist jetzt hier drin. Ich hatte versucht, den schwersten und größten zu nehmen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie auch alle gleich schwer. Dann werde ich jetzt hier mal diese Waage aktivieren. Fachmännisch. Was ist so euer Tipp? Kilo. Ist er, der Kleine hier. Komm raus. Zack. Das wäre erledigt hier. Dann gehen wir mal weiter nach oben. So, jetzt mal die beiden hier. Von den ganzen Babys hier oder Kleintieren werde ich auch immer nur exemplarisch einnehmen, den ich dort dann einwiegen werde. Ich denke, die Muttis, die werde ich hier in Ruhe lassen. Das verbreitet doch nur extreme Unruhe, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt auf ihn hier. Er wirkt doch sehr dicklich, sage ich mal, ne? Er müsste ja rein theoretisch um die 5 Kilo sein. Mal gucken, wie viel er jetzt tatsächlich auf die Waage bringt. Da ist er, der blaue Wiener. Also das ging jetzt gerade sehr unproblematisch. Das war sehr angenehm. Er ist auch sehr, sehr zahm hier. So, auf 0 haben wir es gestellt. Dann machen wir mal den Haken hier dran. Zack, was meint ihr? So, noch einmal auf 0 stellen hier. Seht ihr das? Das ist jetzt überraschend, muss ich sagen. Aber nun gut. Dann ist er doch nicht so dickig, wie ich dachte, ne? So, hier haben wir Nummer 4. Der hat gerade mit seinen Hinterläufen ausgeschlagen und fast mein Gesicht getroffen. Das hätte ordentlich wehgetan, muss ich sagen. So, was haben wir hier? 5,2. Da haben wir sie. Sie lasse ich jetzt mal in Ruhe. Sie ist zurzeit sehr positiv mir gegenüber gestimmt. Zumindest die meiste Zeit. Von daher wollen wir uns das jetzt mal nicht hier verscherzen. So, welches wollen wir nehmen hier? Was sagt ihr? Ene mene mu, ne? Dann nehmen wir eine von den Schecken jetzt. Da ist die Schecke.
wo ist mein Messinstrument? In der Tasche hier. Dann aktivieren wir das hier mal. Schön elegant. Seht ihr? Null. Und was sagt er? 1200 Gramm. Da haben wir sie. Da haben wir sie, die Gang. Und ich habe jetzt hier das interessante Kaninchen rausgeholt. Dieses grau-beige, seht ihr das? Das sieht schon sehr gut aus hier. Gut, dann wollen wir auch das hier wiegen. Dann mal den Haken hier richtig verhaken quasi. So. Dann gucken wir mal. Ja, 200 Gramm weniger. Da warten die schon auf ihren Einsatz. Ich werde mal versuchen, den blauen herauszufischen. Da ist er schon hier vorne. Ich muss mich jetzt taktisch klug bewegen, bevor er wegläuft. Und ich packe ihn mal in die Tüte jetzt hier. Da haben wir ihn hier. Hier sind wir jetzt schon mittlerweile 9 Wochen, meine ich. Was tippt ihr? Also mein Tipp ist 1500, 1600 Gramm, irgendwie sowas. Ja. Nur 160 Gramm schwerer als die da oben. Seht ihr? Von denen habe ich mich jetzt für den schwarzen hier entschieden. Mal gucken, was der so auf die Waage bringt. So, 0 Gramm. Oha. Guck mal, die sind schwerer hier, weil die weniger drin sind. Hier sind zu viele drin, ne? Das heißt, dass die wahrscheinlich nicht die ausreichende Menge an Nahrung bekommen, weil die alles hier wegfuttern. Nun gut, dann müssen wir da umstellen so ein bisschen, ne? So, das war jetzt sehr interessant. Die sind ja ungefähr aus demselben Zeitpunkt. Ich meine, die sind 2 oder 3 Tage jünger hier. Das schwarze Exemplar. Und ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen ungenau, die Aussage, ne? Wenn man das miteinander vergleicht, weil jedes Kaninchen hat so sein eigenes Wachstum-Ding, ne? Die einen werden schwerer einfach, die anderen leichter. Ein Kaninchen ist größer, das andere ist ein bisschen kleiner. Aber hier ist trotzdem jetzt exemplarisch an diesen zwei Sachen zu sehen, dass die eigentlich mehr Futter kriegen müssen. Ich muss sagen, ich fütter die hier auch schon am meisten. Also die kriegen wirklich sehr, sehr viel. Ne? Fast doppelt so viel wie sie hier. Aber es scheint, dass es ihnen nicht ausreicht. Nun sind das auch relativ viele. Ne? 11 Stück sind das. Und die Mutti hier ist ja auch ziemlich verfressen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, als sie hier die Kleinen hatte, da haben die ordentlich gegessen. Also fast ohne Ende sozusagen. Aber trotzdem schon sehr interessant, sage ich mal. Ich schätze mal, die hier sind in der Norm, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ihn hier hätte ich schwerer erwartet. Ne? Er ist ein bisschen unter dem, was ich eigentlich gerechnet hatte. Er hier ist viel leichter, als ich gedacht hatte. Also so von seinen Abmessungen her hätte ich doch eher gedacht, dass der maximal übergewichtig ist. Bei denen hier scheint alles soweit in Ordnung zu sein hier. Und die große Überraschung war Nummer 1, der hat tatsächlich ein halbes Kilo abgespeckt. Aber nun gut, es ist dann wie es ist, ne? Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal an den Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.